Ja, danke, Lara. Scheint geklappt zu haben. Ja, ich werde jetzt mich unterhalten mit zwei Menschen. Zwei Menschen, die ich wichtig finde für die Hauptstadt. Es ist zum einen Armin Berger. Armin Berger ist quasi der Initiator und Erfinder, wenn man so will, von der Streaming-Plattform Berlin Alive. Hat damit sehr schnell reagiert auf diese schreckliche Covid-Situation. Und gleich zu Beginn des Dramas hat er sich Gedanken gemacht, visionär, wie er unterwegs ist. Wie können wir jetzt Musiker und Kultur unterstützen? Was können wir tun? Und so ist Berlin Alive entstanden. Zum anderen spreche ich mit Katja Lucker. Sie ist Chefin oder wie sagt man da, Geschäftsführerin des Musikboard Berlins. Und dieses Musikboard gibt es wohl seit 2013, habe ich mal nachgeschaut. Und die haben sich von Anfang an zur Aufgabe gemacht, Musikförderung neu zu denken. Ich weiß jetzt gar nicht, mit wem ich anfangen soll. Ich fange mal an mit Katja Lucker. Hallo Frau Lucker oder Katja, kannst du mich hören? Ich sage einfach mal du. Ich kann dich hören. Schönen guten Abend. Super. Guten Abend, Katja. Ich habe so rumgegoogelt, du bist ja die Frau des Musikförderungsmanagements der Hauptstadt und ultra wichtig. Musik und Gastronomie sind ja die am meisten von der oder am längsten, am härtesten getroffen sind von diesem Virus. Was gibt's denn da zu berichten? Was macht der Musikfonds oder diese Förderung jetzt in Zeiten der Pandemie? Was ist eure vordringlichste Aufgabe? So gefragt. Das Music Board arbeitet ganz stark, natürlich die ganze Zeit, seit März letzten Jahres noch mehr, als wir eigentlich sonst schon immer gearbeitet haben. Wir haben Sonderförderungen ausgeschrieben, haben letztes Jahr 90 Stipendien vergeben. Ne? Wir sind ja in erster Linie für die MusikerInnen der Stadt da, aber auch für die Festivals. Wir unterstützen die Clubkommission, den Music Pool, unglaublich vieles, was es in der Stadt gibt, mit sehr, sehr, sehr viel Geld, was von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa kommt. Und das machen wir alles weiter und machen das natürlich, wenn es dann eben nicht live geht, für Online-Varianten, die sich dann die Geförderten sozusagen ausdenken. Und ich kann einfach nur sagen, wir alle arbeiten bis zum Umfallen. Und ich glaube, obwohl ich eigentlich vorher mein Leben lang selbstständig war und schon immer dachte, ich hätte so viel gearbeitet, wie es eigentlich gar nicht geht, kann ich jetzt, glaube ich, sagen, seit März letzten Jahres arbeite ich so viel, glaube ich, wie ich vorher noch nie gearbeitet habe. Und meine Leute und meine Teams auch. So viel mal dazu. Genau. Wir versuchen, wo wir können, Leute trotzdem natürlich in dem zu unterstützen, was sie tun. Vor allem die MusikerInnen, weil die arbeiten natürlich auch, egal ob Pandemie ist oder nicht, und komponieren, machen neue Platten und so weiter. Ja, ich habe eben den Armin Berger so gelobt für sein schnelles Engagement zu Beginn der Pandemie. Stichwort Proberaumumfrage. Ihr habt im Mai 2020, was ja zu einem sehr frühen Zeitpunkt war, ja, also im Februar ging es los, März kamen die ganzen Schließungen, den Lockdowns und was noch alles. Und ihr habt im Mai 2020 euch drum gekümmert, zu gucken, wie sieht es denn aus mit der Proberaumsituation in Berlin und habt da eine Umfrage gestartet. Was war das Ergebnis oder was ist dabei rumgekommen? Genau, die ist pandemiebedingt auch tatsächlich dann erst ein bisschen später sozusagen in die Auswertung und in die Veröffentlichung gekommen, nämlich vor kurzem. Wichtig zu wissen vielleicht, dass knapp 1000 MusikerInnen der Stadt daran teilgenommen haben. Dabei rausgekommen ist, dass Berlin im popkulturellen Bereich noch einen großen Bedarf an Proberaum hat, der bezahlbar ist. Ne? Also man findet immer irgendwie Raum. Das ist wie mit Wohnung mieten, aber nicht bezahlbar. Und das ist ja das zentrale Thema, dass Menschen bezahlbar wohnen können und bezahlbar auch Proberaum haben, um irgendwie ihrer Kunst nachzugehen. Und das ist tatsächlich gerade im Proberaumbereich ziemlich schwierig. Und diese Umfrage ist ein tolles Instrument, um damit an die Politik zu gehen, mit der Kulturraum GmbH, der neu gegründeten, zu sprechen und zu sagen, schaut mal hier, das sind so die Bedarfe. Es geht ganz viel um Schallschutz, der installiert werden muss. Die MusikerInnen der Stadt sind natürlich laut.
Ergeben hat sich auch, dass Friedrichshain-Kreuzberg ist der Bezirk, wo die meisten MusikerInnen tatsächlich aktuell, die zumindest bei uns teilgenommen haben, auch leben. Und da möchten sie auch natürlich am liebsten arbeiten und Proberaum haben. Das ist natürlich nicht so richtig umsetzbar, weil der Bezirk doch ziemlich verdichtet ist. Aber wir haben da ziemlich gute Erkenntnisse gewonnen und verarbeiten das jetzt mit den politischen Vertreterinnen und Vertretern, um dann hoffentlich in Zukunft auch weiterhin Proberaum zu haben. Denn die Pandemie zeigt natürlich auch immer, was es bedeutet, wenn gerade, ich sag mal, der Nachwuchs nicht so gut unterstützt wird, dann bricht er uns weg. Und die Pandemie hat natürlich auch gezeigt, dass MusikerInnen insgesamt nicht besonders gut abgesichert sind in Deutschland und meist in prekären Zusammenhängen leben müssen und deswegen sich natürlich auch teuren Proberaum gar nicht leisten können. Also ich glaube, wir haben da so einen kleinen Beitrag geleistet, um einfach nochmal auch darauf zu schauen, was können wir eigentlich in dieser Stadt tun, damit sie in, ich sag mal, 5 bis 20 Jahren auch noch so attraktiv und cool und schön ist und Menschen aus der ganzen Welt noch in diese Stadt kommen wollen und hier leben und arbeiten wollen. Ja, also die Musikszene und die Kunst- und Kulturszene Berlins ist ja quasi das Öl, das Erdöl der Hauptstadt sozusagen, ja. Und das ist ja, gut, und deswegen super wichtig. Dann gibt's im Frühsommer immer das Event, nicht nur in Berlin, klar, aber eben auch in Berlin, die Fête de la Musique im Juni. Wie war denn das 2020? Was passiert da 2021? Und welche Perspektiven hat dieses wichtige Straßenmusikfestival? Ich fange mal erstmal mit dem an, wo wir ganz sicher sagen können, wie es war, nämlich letztes Jahr. Hauptsächlich digital natürlich. Wir haben das innerhalb kürzester Zeit, hat das Team der Fête de la Musique geschafft, das in eine Online-Variante zu bringen. Das war ganz toll, es hat sehr gut funktioniert mit dem Highlight, alle Farben, sage ich mal, im Fernsehturm mit einer Übertragung. Das war alles ziemlich toll. Wir hofften natürlich alle, dass es dieses Jahr alles ein bisschen besser aussieht. Und wir haben den Fokusbezirk Marzahn-Hellersdorf dieses Jahr und wir möchten eigentlich am 20.06. In den Gärten der Welt mit dem Kultursenator Klaus Lederer die Fête de la Musique 2021 eröffnen. Das ist der Plan. Gerne mit ein paar Menschen, gerne mit Musik, mit tollen Bands draußen. Soweit es das Infektionsgeschehen zulässt, soweit es die Regularien zulassen. Das gilt genauso für unser Festival Popkultur, was vom 25. bis 28. August auf dem Gelände der Kulturbrauerei wäre, auch sehr viel draußen. Daher auch nochmal mein Appell, dass wir hoffen, dass Dinge und auch Clubkultur und Free Open Airs draußen stattfinden können. Also dass wir nicht in eine Situation kommen, wo rigoros alles verboten wird. Die Forschung sagt ja eigentlich relativ einhellig, dass draußen mit Abstand die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, doch viel, 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 viel geringer ist als drinnen, wenn man vorsichtig bleibt. Und wir hoffen ganz doll, dass wir deswegen einiges machen können, auch zusammen mit der Initiative Draußenstadt, ne, vom Berliner Senat, von der Senatsverwaltung für Kultur und Europa und einfach da jetzt in so eine Arbeit zu kommen, dass wir die Sachen stattfinden lassen können. Aber wie du dir vorstellen kannst, steht es natürlich in den Sternen. Wir planen und haben andere Konzepte in der Schublade und ich hoffe, wir müssen diese Schublade nicht aufmachen. Ja, das hoffe ich auch. Zumal, ich muss sagen, das wollte ich unbedingt loswerden. Ich war 2019 auf der Popkultur und das war für mich eins der mega Highlights. Also vor allen Dingen hat mir da gefallen, dass die MusikerInnen gemischt waren aus der Subkultur und der große Fame. Und dieses Zusammenbringen von, da waren beispielsweise Coco Rosie, habe ich da gesehen. Und ich habe aber auch Mona Moore gesehen. Und das hat mir so gefallen. Das hat mich echt total gerissen, dieses Festival. Und jetzt war ich gerade 2019 angefixt. Und also ich hoffe sehr, sehr, sehr. Ja,
Genau, 2019 war die Welt ja auch noch ein bisschen eine andere. Genau, wir haben, ja, 2019 war auch wirklich ein ganz tolles Festivaljahr, das muss man echt mal sagen. Und gerade auch Coco Rosie und die von dir genannten gerade. Genau, also das werden wir jetzt in 21 sicherlich nicht schaffen, aber wir haben so ein bisschen die Hoffnung, wir versuchen ganz viele kleine Inseln auf dem Gelände der Kulturbrauerei zu entwickeln draußen, sodass Menschen mit Abstand Dinge draußen sehen können und drinnen mit guten Hygienekonzepten und auch mit Abstand und sitzend und Masken das zu denken. Das geht alles natürlich nur, wenn wir es vom Gesetz her und den Regularien her dann auch wirklich so machen dürfen. Und in der Hoffnung, dass wir alle irgendwann geimpft sind und dann vielleicht nächstes Jahr wieder alle so feiern können, wie wir wollen. Trotzdem nochmal der Appell, es muss auch ein bisschen was draußen möglich sein, finde ich. Ja, das finde ich auch. Und ich finde es vor allen Dingen wichtig, dass es Utopien gibt. Wie können wir was umsetzen? Weil es kann ja nicht nur von Lockdown zu Lockdown gehen. Und ich persönlich vermisse Utopien. Und ich bin zwar hier nicht wichtig gerade, aber ich muss es trotzdem mal sagen, ich mache ja auch eine Fernsehshow und ich weiß, was es bedeutet, ganz lange nichts tun zu können und wie wichtig es ist, in der Zeit, wo ganz klar ist, bestimmte Dinge gehen nicht, alle machen mit, dass es aber wichtig ist, gerade bei den Kunst- und Kulturschaffenden, bei denen die Events machen, zu schauen, was ist möglich, zu versuchen, mit Sicherung, mit Konzepten, ausprobieren und so weiter. Und das fehlt mir gerade, jetzt wo die Pandemie so lange dauert, fehlt mir das total. Ich habe das Gefühl, es wird zu wenig versucht und probiert. Und ich denke, dass die Veranstaltungs- und Musikbranche da auch einen riesen Beitrag leisten kann und wird, perspektivisch. Ja. Also dafür erstmal super toll, dass es da so engagierte Leute gibt und dass es den Musikboard Berlin überhaupt gibt. Jetzt versuche ich mal eine Überleitung kurz mal zu Armin Berger. Armin Berger, jetzt da. Armin, von dir weiß ich ja, dass du ein Pionier bist. Ich kenne dich seit 95. Wir waren alle auf Pille und Party und du vor deinem Computer in deiner Einraumwohnung und hast dich mit dem World Wide Web beschäftigt. Hattest zudem, glaube ich, ein Wired Magazine Abo und warst der Erste damit vor Ort in Berlin. Heute hast du Berlin Alive gegründet. Du hast eine Firma mit bist netzaktiv und verdienst damit dein Geld. Und Berlin Alive gibt es jetzt seit März, glaube ich, vergangenen Jahres, ganz am Anfang. Wie ist der Stand heute? Was hat sich ergeben? Und ja, bist du zufrieden mit dir und deinem Projekt? Ja, danke für die Einleitung. Es war keine Einraumwohnung, es war eine Zweiraumwohnung. Also, alles andere war natürlich richtig. Ja, ich glaube schon. zufrieden, naja, mir geht so ähnlich wie Katja Luca. Also das letzte Jahr war wirklich ein harter Ritt, also es war extrem intensiv und deswegen muss man auch von Projekt zu Projekt springen. Für uns oder mich haben sich auch sehr viele neue Dinge ergeben. Berlin Alive war so ein ganz großer Impuls am Anfang, das haben wir in fünf Tagen umgesetzt. Das war ein ordentlicher Ritt und wie man sieht, sitze ich jetzt gerade auch noch im Büro so nebenbei. Und das wurde auch wirklich groß angenommen. Dann gab es natürlich Phasen in der Pandemie, wo es sich ein bisschen gelockert hat. Im Sommer über konnte man rausgehen, da war es ein bisschen entspannter. Da gab es ein bisschen weniger Livestreams, weil das ja der Kern von Berlin Alive ist, dass wir im Prinzip einen Veranstaltungskalender haben für Livestreams, die dann von den Künstlerinnen und Künstlern direkt bestückt werden oder bespielt werden können. Und das läuft bis heute eigentlich noch sehr gut. Wir sind nur der Meinung, dass wir sozusagen auch über die Pandemie hinausdenken müssen. Und deswegen suchen wir nach Möglichkeiten, wie auch eine Monetarisierung stattfinden kann. Und in dem Zusammenhang arbeiten wir mit Partnern daran, dass eben Kulturschaffende, die was anbieten, auch Geld damit verdienen können. Ganz einfach. Ne? Das ist ja, leider ist das Internet, das hat ja 95 eigentlich so angefangen, schon ganz früh, eher
wie soll ich sagen, hat sich so eine Gratiskultur entwickelt. Die hat sich zwar schon wieder ein bisschen geändert und man versteht auch, dass man für Qualität oder interessante Dinge auch was bezahlen muss. Aber das fehlt noch ein bisschen. Und das wäre was, was an dem wir, oder das wäre nicht, sondern das ist was, an dem wir arbeiten für Berliner Live. Dass man Karten verkaufen kann und dass das digitale Stream nicht nur eine vorübergehende Notlösung ist perspektivisch, sondern tatsächlich ein Teil zum Einkommen beitragen kann. Man kann ja dann auch viel internationaler oder überregionaler agieren. Also ich finde oder ich bin überzeugt davon, dass da sehr viel drinsteckt, was sozusagen die Pandemie, also jenseits der Pandemie noch eine Rolle spielt. Ja, das war durchaus auch ein Antrieb für Berliner Live. Also ja, und noch weiter zu wirken. Eben. Und das ist eben, was ich eben auch schon mal sagte, was mir so insgesamt vom Gefühl her so ein bisschen fehlt in den verschiedenen Sparten, dass es Konzepte gibt, aus denen man, dass man sagt, aus der Krise geboren, ja, die aber nachhaltig Neues mit sich bringen, wenn dann der Viruskram mal vorbei ist. Ja, wie kann man das weiter nutzen? Und ich denke, es wird alles notwendig werden, um Musikerinnen und Künstlerinnen und all diese Dinge finanziell auch zu unterstützen. Wie kann denn sowas gehen? Weil alle sind doch jetzt, ich meine, streamen ist ja inzwischen auch, kann ja jeder mittlerweile so. Oder es gibt tausende von verschiedenen Streams-Anbietern jetzt im Laufe der Pandemie, haben sich entwickelt. Und aber dass man eben sagt, wie kann man den Kunst User oder die Leute, die Kunst haben wollen, Musik hören wollen und sehen wollen. Wie kann man die dazu motivieren, im Netz auch dafür zu zahlen? Weil ich kaufe mir ja auch Konzertkarten, wenn ich irgendwo hingehe, zu einem Konzert oder zum Theater. Aber wie kann man Menschen motivieren? Oder sprecht ihr gezielt jetzt Hochfinanz an, Leute, ihr seid jetzt alle mal dran zu unterstützen, macht mal was? Wie soll das gehen? Vom Konzept her ist es sozusagen traditionell. Also ich möchte mir ein Konzert anhören und dann kann ich mir ein Ticket dafür kaufen. Und wir sind da mit zwei Partnern am Start, mit Snapticket und Chaka. Und da geht es auch darum, dass man sozusagen für 3 Euro sich eine Konzertkarte holt. Aber auch, ist natürlich möglich, nach oben ist es offen. Das ist wichtig, ein ganz wichtiger Teil ist, dass es sehr unkompliziert ist. Ja, sobald ich mich da endlos registrieren muss und das alles ein komplexer Vorgang ist, steigen die Leute natürlich aus. Und es ist ein bisschen eine Übungssache und eine Belohnungssache. Ich gebe zum Beispiel, ich kaufe mir mal ein Ticket, dann muss es das auch wert gewesen sein dann. Das ist, glaube ich, etwas, was sich kulturell verändern wird. Also da glaube ich auch dran, dass das passiert. Das dauert ein bisschen. Und man muss ja auch bedenken, dass man sozusagen von der Reichweite eigentlich ganz andere Möglichkeiten hat. Und das ist was, was wir in der Pandemie vielleicht nicht so vordergründig sehen, was aber natürlich im Digitalen drinsteckt. Also ganz neue Möglichkeiten, eben neue Reichweite, neue Ausdrucksformen, neue Interaktionsmöglichkeiten. Ich kann ja sozusagen auch mehr den Rückkanal, also ich kann mich mehr mit meinem Publikum an bestimmten Stellen austauschen, sicher nicht wie auf einer Bühne ein aufgeheiztes Publikum, das gibt's nicht in der Form, aber es gibt andere Möglichkeiten. Mhm. Und das war auch eine Idee für ein Berliner Live und das ist was, was mich eigentlich schon immer antreibt, dass man immer, also auch mit einer gewissen Lust experimentiert und Dinge ausprobiert. Das ist natürlich jetzt in diesem letzten Jahr, das ja sehr viel von Sorgen und Nöten sozusagen geprägt war, nicht so einfach, sozusagen über die Nöte zu kommen und dann noch Spaß dabei zu haben. Aber ich hoffe, dass wir jetzt als Berliner Live eine Grundlage schaffen können, damit man dann nach der Pandemie auf Spaß und gute Einkommen umschalten kann. Ja, weil die sind ja auch wichtig für Nachhaltigkeit, ne? Sonst macht eben das ja keine Aufgabe. Und ich denke auch, dass das eine gute Zeit jetzt ist, weil ja jeder versteht, dass die Musik nicht weiterleben kann oder die Kunst, wenn sie nicht finanziert wird und unterstützt wird. Ne? Und das ist ja eigentlich jetzt eine gute Zeit, sowas auch monetär umzusetzen und zu sagen, die Musiker verdienen auch Geld im Netz. Ja.
Gibt es denn auch Schnittmengen zwischen, sage ich mal, der digitalen Welt von Berlin Alive und beispielsweise dem Musikboard Berlin, der ja analog arbeitet, der in Berlin guckt, wie können wir Musiker fördern und so weiter? Gibt es Schnittstellen, die Sinn machen oder wo man sich gegenseitig konzeptuell verstärkt? Na klar, also sagen wir so, ich muss ehrlich sagen, bei Berlin Alive, das haben die Musiker und Musikerinnen, die Kulturschaffenden eigentlich übernommen, so wie sie auch geplant war und haben das dann entwickelt. Die entwickeln das sozusagen über ihre Inhalte. Und weil das letzte Jahr wirklich anspruchsvoll war auf vielen Ebenen, haben wir dann an bestimmten Stellen das auch einfach mal laufen lassen und geguckt, was möglich ist. Aber ich bin überzeugt, gehen wir zurzeit auch an, dass man mit Partnern, also ich habe die Ticket-Thematik ja angesprochen, aber das geht natürlich in Richtung Musicboard oder andere Akteure auch, dass man mit Partnern noch weiterkommen kann und die Plattform, also das volle Potenzial der Plattform ausschöpfen kann. Also ich kann da nur alle einladen, sich zu beteiligen, auch an der Ideenfindung am Ende des Tages, auch wie man das auf Dauer stabilisiert, wie man es nachhaltig macht, wie man vielleicht auch einen Verein dahinter gründet, wie auch immer. Also ich finde, die Plattform, die hat was und da kann man was draus machen. Das muss ich jetzt sozusagen, ich bin ja eigentlich Unternehmer, der eine Digitalagentur leitet. Das ist sozusagen eine Herzensangelegenheit, aber wirtschaftlich ist es eigentlich nicht so. Das muss nicht bei uns bleiben. Da gibt es viele Möglichkeiten, die wir in nächster Zeit eruieren wollen. Und wir sind offen für jede Idee. Klingt erstmal sympathisch, lieber Armin. Ich muss jetzt auch noch mal kurz was loswerden, weil ich kriege hier schon wieder die 2-Minuten-Anzeige. Ist Katja Lucker noch bei uns eigentlich? Ja, da ist sie. Ja. Ich will euch beiden, weil ihr beide an einer wichtigen Stelle sitzt und Kultur fördert oder unterstützt und Konzepte entwickelt, dieses Buch in die Kamera halten, weil ich bin total verliebt in Ferdinand von Schirach. Und ich finde, Musik, Kunst, Kultur braucht auch ein extra Grundrecht. Wie seht ihr das? Genau, Kultur ist ein Grundrecht, das stimmt. Genau, da gibt es viele andere Debatten gerade, die nochmal sagen, wie Kunst und Kultur im Grundgesetz verankert sein müssten, sodass nicht so viele Menschen in der Kunst und Kultur prekär leben müssen. Und das hat auch alles total seine Berechtigung. Da können wir uns von anderen Ländern wie Frankreich zum Beispiel noch ein bisschen was abschauen. Da gibt es eben das Intermittent, wo eben auch Musikerinnen, Musiker und auch Techniker, Bühnenbildner, alle möglichen Leute, die nicht aktuell arbeiten, aber eben nachweisen können, dass sie professionell arbeiten, auch dann Geld bekommen, wenn sie gerade nicht arbeiten. Das ist ein Sozialabsicherungssystem und das ist was wir in Deutschland noch viel mehr, glaube ich, beachten müssen. Deutschland ist eine Kulturnation und natürlich ist dem Land die Kultur einiges wert. Und es klingt auch immer alles sehr viel, was so an Geldern fließt, ist aber prozentual gesehen verglichen mit Straßenbau und anderen Sachen, wofür Geld ausgegeben wird, dann doch nicht ganz so viel. Also das muss natürlich steigen und genau, wir werden das noch mehr, glaube ich, nächstes Jahr dann richtig stark merken, wie sehr uns Kunst und Kultur fehlen. Also ich denke, wir alle und wir Kulturleute, aber auch, ich sag mal, Konsumentinnen und Konsumenten da draußen, die einfach Kultur in ihrem Leben eigentlich haben, merken natürlich schon, was es bedeutet, wenn das nicht da ist und wie schmerzlich wir das alles vermissen, Kunst zu sehen, aber auch mit anderen über Kunst zu sprechen, an einer Bar stehend und ein Glas Wein trinkend und sich über Sachen auszutauschen und sei es, ob man in der Oper, im Theater, im Konzert oder sonst wo war. Das ist das, was live passieren muss. Das kann digital eben nicht ersetzen und das darf es auch niemals ersetzen, weil wir sind soziale Wesen, ne? Und wir brauchen, glaube ich, diesen Austausch und ich glaube, dass das eher keine gute Entwicklung ist, alles im Digitalen zu machen. Wir machen das jetzt alle notgedrungen. Und danach müssen wir uns wieder alle draußen begegnen können.
und Dinge gemeinsam draußen machen und in den Austausch kommen, den wir digital nicht haben können. Ich finde das schön, mit euch jetzt digital zu sein. Alles super. Nächstes Jahr aber dann gerne wieder oder Ende diesen Jahres gerne wieder. D'accord, sage ich da mal. Armin, du wirst trotzdem nicht arbeitslos werden, glaube ich. Und es wird weitergehen. Glaube ich auch nicht. Und ich glaube, wir müssen eh noch mal eine Podcast-Folge ranhängen mit dieser Vertiefung von Wie geht's weiter? Weil ich habe jetzt schon wieder 2 Minuten überzogen und muss jetzt Tschüss sagen. Klickt das noch an hier im Netz. Ferdinand von Schirach, jeder Mensch. Ich unterstütze das voll und ganz, weil es einfach Utopien in den Raum stellt, über die diskutiert werden muss. Gerade jetzt mit neuem Infektionsschutzgedöns. Ihr Lieben, war toll, mit euch zu reden. Und auf ganz bald. Ich beobachte das alles weiter. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Bis bald. Tschüss. Ciao.